Tor entschied diese Partie, die die Zürcher längst hätten entscheiden müssen. GC schlug Thun 1:0. Kemiaki. Ja, auch auf der linken Seite. Vielleicht ein bisschen schneller versuchen, in Spitze spielen, bevor Basel wieder formiert ist, wie auch jetzt in diesem Fall wahrscheinlich. Nach dem Rückstand von seiner Mannschaft. Weisdorf mit Grasshoppers. Und das mal Ditzgal. Kemiaki. Auf Núñez. Gurri. Ja, das war eine Riesenchance gewesen, wo der junge GC-Stürmer, der Touré, der den Ball perfekt serviert kriegt von Núñez auf den zweiten Pfosten. Und er ganz einfach nicht richtig kontrollieren kann, den Kopfball. Da hätte er mehr können machen. Praktisch jetzt Einbahnfußball von der Grasshoppers, Demba Touré. Wieder kein Abseits, jetzt die große Chance von der Richard Núñez. Zweiter Versuch, Touré, unglaubliche Szene und jetzt auch immer mehr, einmal mehr. Der Roman Rudolph mit einer guten Parade, mit einer guten Aktion, wo dann allerdings Glück hat, dass sein Kollege im Zweiten. Schöne Doppelpass, Touré! Super Schritt! Das dürfte es denn Sisi auf dem Glücklifeld von der FCA. 2:0, 78. Minute, Demba Touré. Innenstehung und Verlängerung hervorragend, der Doppelpass zwischen Touré und dem Seoane. Und also machtlos der Roman Rudolph, die beiden Goal. Aber das ist klasse rausgespielt. Vor allem auch der Seoane, der den Angriff schon eingeleitet hat. Und hier seine Nomination mehr als gerechtfertigt. Er hat sehr viel Spielkultur reingebracht bei den Hoppers. Da sieht man es. Und der Touré hier mit seinem fünften Saisongoal. Ah!
sogar davon aus, beim FC Basel, dass der quirlige Brasilianer auch in der nächsten Saison das Trikot des FCB tragen wird. Chiap. Erste Möglichkeit. Touré, Tunnel Degen. Die Möglichkeit zum Schuss für Salatic. Der schießt auch. Abgefälscht der Ball. Läuft. Salatic. Lichtsteiner. Touré. Die schalten viel schneller, die Zürcher. Viel schneller. Gute Flanke gewann das jetzt, aber der macht den Ball nicht. Der müsste doch rein. Kurz vor der Pause. Touré enteilte zuerst Philipp Degen. Umspielte ihn dann mit Leichtigkeit. Legte auf für Chihab. 3:0 für Getze. Der FCB wurde vorgeführt. Getze spielte förmlich mit dem Meister. Peinlich war, was die Basler boten. Kein Stolz rein.